Hallo Leute, willkommen zum neuen Philosophie-Log. So, mir ist letzte Woche nicht viel eingefallen, was ich noch machen könnte, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen was für euch. Okay, also erstens 10. Dimension oder 10th Dimension. Das war oder ist ein Channel auf YouTube, den ich letztens gefunden habe, der mehr oder weniger was ähnliches bis dasselbe sagt wie ich und meine ersten Episoden der mit den Dimensionen. Also angenommen die erste, zweite, dritte Linie, Fläche, Würfel oder halt Raum, sagen wir mal. Dann die vierte Dimension war bei dem genauso, Duration war es bei dem, um genau zu sein. Der wollte nämlich nicht Time nehmen, weil Zeit ist bei uns bekannt unter dem, was wir als fortwährenden Vorgang verstehen, der immer weitergeht, ja. Aber Duration ist eigentlich richtig, weil es gibt ja auch sowas wie Antizeit, also sozusagen, wenn alles rückwärts läuft. Von dem her ist da, hat er das so ausgedrückt. Und bei ihm geht es jetzt aber noch weiter. Bei ihm geht es bis in die 10 Dimensionen hoch. Ich habe es ja bis in die 5. gemacht. Und bei der 5. habe ich dann sozusagen eigentlich mehr oder weniger den ganzen Rest zusammengepackt. Da habe ich dann einfach gesagt, so, die 5. Dimension sind jetzt die verschiedenen Universen. Jetzt ist das Ding, dass eigentlich ja, man kann Dimensionen hochgehen und dann muss man halt sozusagen den Dimensionen eine bestimmte Bedeutung geben. Übereingestimmt haben wir jetzt bei der 4. Dimension, dass eben das Duration ist oder Dauer. Nennen wir es Dauer. Genau, das war die 4. Dimension. So, jetzt bei der 5. habe ich gesagt, in jedem, also jetzt ist ein Punkt auf der Linie, also eine komplette Zeitlinie. Und jetzt bin ich so weit schon gegangen und habe gesagt, das ist also ein Universum. Und das Problem war aber, ich konnte dann die physikalischen Eigenschaften nicht wirklich zuordnen. Er hat halt gesagt, die sind dann halt dabei bei diesem Universum in der 5. Dimension. Er hat das jetzt eher so interpretiert, dass sozusagen eine Zeitlinie eine Möglichkeit des Universums ist und dann sozusagen erstmal die 5. Dimension diese Möglichkeit ist oder beziehungsweise die 5. Dimension wäre dann physikalisch gesehen, weil wir haben ja jetzt zwei Variablen, sagen wir mal. Starte mal kurz GIMP. Moment. So, habe ich GIMP schnell gestartet. Neu. Machen wir mal einfach kurz hier. Klassiker. Neuer Werkzeugkasten. Und dann stelle ich das mal ein bisschen dar. Also, wo haben wir denn unsere Linie? Hier. Oh, das ist ein bisschen groß, finde ich nicht. Hey, warum starten das immer auf 20? Egal. So, jetzt haben wir hier 3. Sagen wir mal, das ist jetzt unsere Zeitlinie. Oder halt die 4. Dimension. Das heißt, hier ist vor 50 Jahren, hier ist das jetzt und hier ist die Zukunft. Um es mal zu markieren auf der Zeitlinie. Und jetzt ist aber die Frage, wo ist sozusagen, was ist hier oben und hier unten? Na? Weil, wenn wir einen Punkt haben, und wir, beziehungsweise wenn wir zwei Punkte haben, können wir eine Linie machen. Dadurch entsteht eine Linie, wo sozusagen die ganzen einzelnen Variablen sagt. Beispielsweise, um ein kurzes Beispiel zu nennen, wir haben hier 1950 und hier 2000. Das sind zwei Punkte und jetzt können wir eine Linie durchziehen. Das wäre dann die Zeitlinie in dem Fall und dann wäre sozusagen, wenn wir dann langsam zurückgehen, 1999, 1998 und so weiter. So, und jetzt kommt dieser Querschnitt. Jetzt müssen wir uns überlegen, was genau ist diese Linie? Ich habe jetzt bei dieser Linie gleich sozusagen das gesamte Universum reingepackt. Bei er hat es erst noch so gemacht, dass er das sozusagen kleinere Veränderungen reingetan hat im Rahmen des physikalisch Möglichen. Das heißt, dass hier die 5. Dimension ist sozusagen das, worauf wir uns möglich bewegen können. Das heißt, mit unseren Entscheidungen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier. Oh, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Moment kurz. Der muss. You serious? Jetzt hört er wieder auf. Ich mache trotzdem kurz mal das Fenster zu, nicht, dass er gleich wieder anfängt. Okay, so.
Das heißt beispielsweise, dass hier wäre dann, wir gehen über die Zeitlinie und dann machen wir hier ein paar Mini-Entscheidungen und es führt zum Beispiel statt dazu, was möglich gewesen wäre, dass wir hier ein Auto haben. Ich nehme jetzt irgendein Beispiel, dass wir hier kein Auto haben. Also sowas zum Beispiel, dass wir hier uns ein Auto kaufen würden. Und dann würde es eben diese Sachen verändern. Das ist jetzt die fünfte Dimension. Es gibt da jetzt so ein Problem mit dieser fünften Dimension, so ein ganz kleines Ding, was mir noch nicht ganz klar ist. Und das ist das bei der fünften Dimension, das mit der Urgleichungstheorie. Also die Urgleichungstheorie heißt ja, dass sozusagen alles vorherbestimmt ist. Und das ist ja auch, so habe ich die genannt, Urgleichungstheorie. Ich weiß nämlich nicht, wie der physikalisch korrekte Begriff ist oder wissenschaftlich korrekte Begriff. Deswegen hier einfach mal ist da eben das ein bisschen, naja, weil eben man ja eigentlich gesehen, da wir ja nur chemische Vorgänge sind, man keinen wirklich freien Willen hat. Genau. Deswegen ist es da ein bisschen mehr, aber gut, wir können es mal so lassen, sozusagen, dass das diese Möglichkeiten sind. Und jetzt wäre es so, dann mache ich direkt nochmal eins. Das wäre jetzt sozusagen fünfte Dimension, ne? Gut, eigentlich könnte man das jetzt. Das heißt Auto. Dann machen wir uns mal dieses Merkmal. Auto. Kein Auto. Ich könnte vielleicht auch ein bisschen mehr was Besseres einfallen lassen, wie zum Beispiel ein Haus oder so. Aber ist ja auch egal. Ich meine, ihr wisst eh, was ich damit meine. So. Haben wir hier jetzt die sechste Dimension. Das heißt, all diese Möglichkeiten sind jetzt diese Linien. Also so hat er es visualisiert. Falls ihr den Channel selber euch mal anschauen wollt, der hat einen echt interessanten Film gemacht. 1,5 Stunden geht der. Der heißt 10th, also 10th Dim oder 10th Dimension. Das könnt ihr euch beides eingeben und werdet den Typen finden. Dann sind wir in der sechsten. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten, also sozusagen diese Möglichkeitenlinie ist jetzt in dieser Mitte. Und jetzt, um in dieser sechsten Dimension eben hin und her zu springen, das ist schon ein bisschen komplizierter zu erklären. Das hieße dann, dass wir, ich weiß nicht mal genau, wie er es erklärt hat. Ich habe es ungefähr so gemerkt, um es euch kurz zu erklären. Jetzt haben wir hier die ganzen Möglichkeiten und jetzt können wir aber nicht von hier nach hier springen. Ja? Weil wir sind ja Wesen in der fünften Dimension sozusagen. Also er hat das sozusagen gleich so ein bisschen gemacht, dass wir eben Wesen in der fünften Dimension sind. Das heißt, er basiert das mehr oder weniger darauf, dass wir in der fünften Dimension sind, seine Theorien, weil ab der vierten Dimension ist es ja mehr oder weniger mathematische Interpretation. Ja, das seht ihr dann auch, wenn wir bei der 10. angekommen sind. Da ist nämlich dann bei ihm mathematische Interpretation. Ich habe sozusagen gesagt, das fünfte ist einfach das, wo wir schon nicht mehr genau wissen. Weil das da schon ein bisschen happig wird. Aber er ist dann noch ein bisschen weitergegangen und hat das halt sozusagen genauer ausformuliert, sagen wir mal. Auch wenn das jetzt natürlich auch wenn es dann nicht mal hundertprozentig korrekt ist, unbedingt. Bei mir ist es ja auch nicht hundertprozentig korrekt, weil das wahrscheinlich nicht alles in der. Oder ist es alles in einer Dimension? Das ist eben genau die Frage. Ist es alles in der fünften Dimension, was ich eben gesagt habe, oder wird es aufgeteilt? Das Ding ist halt nur mal, wenn wir es weiter aufteilen, wenn wir dann sagen, ja gut, das ist dann fünfte, das ist dann sechste und das siebte ist beispielsweise das Multiversum, also dass dann die verschiedenen Universen sind, dann müssen wir sozusagen wissen, wo ist denn genau welche Dimension, aber da wir in der fünften Dimension mehr oder weniger, also, da wir nicht wirklich weit über die vierte Dimension hinauskommen, ist es schwer für uns weiter zu definieren. Deswegen habe ich bei der fünften Dimension aufgehört. Gut. Also, was ist nun diese Linie? Diese Linie ist nun die Möglichkeiten, sagen wir mal, von dem, dass wir da eben, also die Möglichkeiten der Unmöglichkeiten, mehr oder weniger. Beispielsweise, dass man vor einem Jahr in einem Autounfall gestorben ist. Vor einem Jahr, also gestorben zum Beispiel. Gestorben. Oh, scheiße, wenn ich scheiße. Im Schreiben. Gestorben.
Ben ist mir jetzt egal. Ben sollte man trotzdem noch lesen. Gestorben. 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 Also, dann hier, ich nehme jetzt mal sein Beispiel, weil das, weil ich habe immer ein bisschen Probleme mit Beispiele zu finden. Michael Jackson lebt. Also, statt dass er stirbt. Scheiße, es wäre eigentlich der Zukunft. Also hier, Michael Jackson lebt hier. Und das nicht. Genau. So. Also ihr seht, man kann da jetzt in die Vergangenheit schauen, was könnte in der Vergangenheit passiert sein, was aber nicht passiert ist, so ein bisschen. Und man kann in die Zukunft schauen, was ist der, könnte in der Zukunft passiert sein, was aber nicht in der Zukunft passiert ist. Ja. So. Jetzt muss ich mich nochmal erinnern. Und ja, das siebte. Ja, genau. Und ich glaube, er hat jetzt mit der siebten gesagt, das sind dann die Multiversen. Heißt, machen wir wieder ein neues. Siebte. Das sind dann sozusagen hier ist die Möglichkeiten aller Sachen, die hätten passiert sein können. Das Problem ist natürlich auch, dass er jetzt da etwas komische Beispiele nimmt. Er nimmt nämlich, das ist eine kurze Sache, die wir jetzt kurz mal nebenbei besprechen. Das ist das, der große Fehler der Menschen, dass wir bei solchen Sachen uns als Beispiel nehmen. Wenn nämlich eine minimale Verschiebung in den Dimensionen stattfinden würde, ja, das heißt, jetzt müssen wir erstmal genau schauen, was ist denn eine Verschiebung? Weil das Einzige, wie eine Verschiebung in den Dimensionen möglich ist, ist nämlich nicht, wir machen eine unterschiedliche Entscheidung, sondern das Universum entsteht anders. Ja, genau. Das Universum entsteht in einem anderen Zustand. Und dieser Zustand, weil, wie gesagt, wenn wir den ersten Zustand haben und alle physikalischen Regeln kennen, können wir einfach weiter berechnen bis zum Ende des Universums. Theoretisch. Wenn wir es könnten, so. Deswegen hängt von dem ersten Zustand des Universums alles ab. Das hängt alles nur vom Urknall ab. So, das heißt, der Urknall müsste anders gewesen sein, wie auch immer. Das heißt, entweder ein bisschen anders, andere physikalische Regeln oder ein bisschen andere Konstellation von Atom oder ja, von Stoff im Ur-Universum, ja, eine andere Konstellation von Stoff. Das Problem ist dabei nun, wenn wir jetzt da nur eine winzige Kleinigkeit ändern, heißt es keine Erde. Punkt. Das war's schon. Ob es jetzt so winzig sein könnte, dass alles genau gleich passiert in diesem Universum, alles exakt gleich, außer dass auf der Erde eine Winzigkeit anders ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Da, was die Leute da machen, sie denken sozusagen, jetzt gehe ich da zurück, sie denken nicht weit genug, nicht in der fünften Dimension über die fünfte Dimension nach, ja. Also sie denken sozusagen, dass ihr einfaches Alltagsdenken auf so eine komplexe Welt angewendet werden kann. Eigentlich ist es aber halt nun mal so, dass der Butterfly-Effekt da schon eintritt und da das Universum ja immer mit dem Urknall anfängt und nicht irgendwo in der Mitte, wie unser Leben. Das ist nämlich der Unterschied. Unser Leben fängt irgendwo in der Mitte des Universums an. Der Urknall ist am Anfang. Das heißt, wenn der Urknall anders ist, nur ist auch irgendwie das Universum im Insgesamten anders. Ja? Das heißt, wir können nur etwas verändern, wenn der Urknall anders ist. So, und das ist eben auch eine kleine Frage. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist eigentlich so gut wie möglich. Und wenn dann, wäre sozusagen das ganze Universum einfach ein bisschen anders dafür, dass wir auf der Erde ein bisschen anders sind. Und vor allem solche Kleinigkeiten, wie dass irgendwo, irgendwann in der Evolution genau du etwas anderes machst. Ja, ich bin ja eh das so ein bisschen, da kommen wir dann noch dazu, das ist der zweite Teil des Videos, das ist der Nihilismus. Das ist nämlich meine Ansichtsweise der Dinge, warum ich die Möglichkeit habe, sagen wir mal so zu denken. Weil die Leute,
denken immer, sie haben sozusagen, sie sind das Besondere. Ich sage jetzt aber, ich bin überhaupt nicht das Besondere. Ich muss einfach nur sozusagen schauen, dass ich alles möglichst realistisch betrachte. Und das ist eben am realistischsten, wenn man sich nicht als Mittelpunkt sieht, sondern den Urknall als Mittelpunkt oder beziehungsweise halt so etwas. Weil aus dem Urknall entsteht alles und dann würde eben Butterfly-Effekte entstehen. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Scheiße, ich hasse es, wenn ich das anfange zu erklären und vergesse, was ich gerade damit erklären wollte. Wie auch immer. In der siebten Dimension ist es halt jetzt nun mal so, dass. Ach, jetzt fange ich an, Bullshit zu labern. Tut mir wirklich leid, weil es ist dann bei mir im Kopf immer ungefähr so: Oh Mann, ich muss finden, woran ich war. Ich muss finden, woran ich war. Ach fuck, ich finde es nicht mehr. Jetzt muss ich irgendwo wieder andocken. Jetzt muss ich irgendwas erzählen, so ungefähr. Und dann fange ich an, irgendwelche mir eben anzuschauen, wo ich gerade gezeichnet habe. Und da entsteht dann der Fehler. Okay. Ich wüsste jetzt echt gern, wo ich war, aber das kann ich leider nicht schauen. Von dem her, fangen wir mal, machen wir weiter bei Butterfly-Effekt. Genau, also ist es schon ziemlich schwer zu sagen, wie genau das ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht nur eine einzige Sache in unserem Leben verändern können. Wir können sozusagen dann ganze Sachen verändern, aber halt nicht solche Kleinigkeiten. Gut, das ist sozusagen der Unterschied von meiner zu seiner Theorie. Und siebte Dimension, das ist dann das, wo er sagt, Multiversum. Ja, Multiversum. Und was ist für ihn jetzt Multiversum? Multiversum heißt für ihn jetzt verschiedene physikalische Regeln und sozusagen Grund. Wie sagt man das? Grundkonstellation zum Beispiel. Also einfach verschiedene Regeln. Das heißt jetzt, wir haben jetzt hier ein einziges Universum. Und hier diese Querlinie ist jetzt sozusagen eine Parallellinie dazu, die beispielsweise physikalische Regeln wie, sagen wir mal, genau, Gravitation. Jetzt da kommen wir langsam zum Punkt hier. Gravitation. So. Gut. Das heißt, wir sind jetzt genau auf einer Gravitationsvariablen, oder wir können natürlich auch Lichtgeschwindigkeit nehmen, aber es muss halt irgendwie eine Naturkonstante sein. Was eben vorher bestimmt ist durch den Urknall. Da wären wir jetzt genau hier, wenn wir jetzt, sagen wir mal hier, das ist jetzt weniger und das ist, nee, das ist weniger, wir wollen ja das Koordinatensystem korrekt beibehalten und das ist mehr. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Gravitation hätten, was würde dann passieren? Und da fängt es eben an, dass wir es nicht mehr aus unserer persönlichen Perspektive betrachten, sondern einfach aus einer realistischen. Wenn wir mehr Gravitation hätten, würde es alles zusammendrücken. Dann hätte natürlich auch eine Evolution stattfinden können, aber wir wären niemals, wie wir Menschen uns jetzt kennen, entstanden. So, hier wird es sozusagen etwas weniger die Sachen zusammendrücken. Beispiele könnte man jetzt machen: In diesen Universen würde die Erde, also wenn man hier ziemlich weit hoch geht, wäre die Erde vielleicht schon eine Sonne, beispielsweise. Und wenn man hier ganz weit runter geht, wäre die Sonne ein Planet. Ja, weil durch den Druck im Planeten entsteht, durch den Druck, durch die, warte, durch den Gravitationsdruck fängt ja die Atomfusion an. Ja, also von dem her, solche Beispiele wären das jetzt. So, damit können wir jetzt in die achte gehen. Das sind jetzt sozusagen hier Multiversum mit phys einer physikalischen, also Multiversum mal physikalische Theo nein, warte, physikalische Variable. Dann haben wir hier alle physikalischen Variablen. Ja, weil ihr müsst euch ja so vorstellen, das hier ist jetzt mehr oder weniger eine, in Anführungszeichen, Platte. So die Platte, die wir eben da hatten. Diese Platte ist das jetzt. Und wenn wir diese ganzen Platten aufeinander stapeln in der achten Dimension, dann passiert das. Moment. Wenn wir diese ganzen Platten aufeinander stapeln, dann haben wir die ganzen verschiedenen physikalischen Gesetze, die verändert werden können. Ja, und das heißt dann, puh, wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, da wird es jetzt auch sozusagen wieder halb
oder halbwegs unrealistisch. Das wird halt einfach komplexer, sagen wir so, nicht unrealistisch, weil was ist schon realistisch? Das wird halt komplexer. Wenn wir jetzt sozusagen hier in dieser Dimension hier durchreisen würden, dann würden wir mehr oder weniger durch ganz, ganz viele verschiedene Universen reisen, die nicht nur verschiedene verschiedene Gravitationskonstanten haben, sondern ganz viele verschiedene physikalische Konstanten. So. Und jetzt hätten wir sozusagen mit der neunten Dimension, also wenn wir jetzt hier die neunte hätten, zack, zack, zwei Linien wieder. Nee, das war jetzt. Dum, dum, dum. Rückgängig. So. Rückgängig. Rückgängig. Na, jetzt habe ich wieder einen Pinsel nicht. So. Also. Zack, zack. Jetzt wäre sozusagen jede Platte hier ein Universum. Ein komplettes Universum mit all seinen Möglichkeiten. Und dann sozusagen nach seiner Theorie gehen wir dann in die Multiversen-Ebene, so wie ich das verstanden habe. Dass wir hier dann sozusagen die ganzen Koordinaten an verschiedenen Multiversen im Endeffekt haben und 9 ist dann mit mehr oder weniger die finale Instanz. Das heißt dann, wenn wir jetzt nochmal eins aufmachen und 10 schreiben, dann heißt 10 ist einfach alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. In einem Punkt. Da gibt es aber keinen zweiten Punkt mehr, weil alle Möglichkeiten schon in einem Punkt sind. So. So sagt er das jetzt. Schließe ich das Ganze mal wieder, oder? Genau. So, dann so habe ich jetzt sozusagen diese ganzen Dimensionen interpretiert. Ist eigentlich schon recht interessant. Was ich jetzt darüber denke, habe ich euch jetzt auch kurz gesagt. Damit, wenn ihr jetzt seine Version davon hören wollt, dann schaut euch mal das Video von ihm an. Ist auch recht interessant. Aber es ist wie gesagt nur eine Interpretation der Dimension. Von dem her natürlich nicht zwangsläufig richtig. So, damit haben wir jetzt diese 10 Dimensionen durchgesprochen kurz. Und dann noch eine interessante Sache, das ist sozusagen der Nihilismus. Beziehungsweise, um das vorweg mal zu sagen, da kommt wieder die Theorie der Farben ins Spiel, sagen wir mal. Die Theorie der Farben ist die, dass jeder von uns alles unterschiedlich sieht. Das heißt, dass. Ich weiß nicht, kennt ihr die Theorie der Farben? Ich hoffe mal, ich erkläre es euch jetzt mal kurz. Falls nicht, gebt es mal in Google ein. Wie seht ihr da die Farben? Weil wir kriegen zwar am Anfang unseres Lebens gesagt, dass die entsprechenden Frequenzen, die in unser Auge fallen, die entsprechenden Farben sind. Aber die Farben, die unser Gehirn für die entsprechenden Frequenzen generiert, können bei jedem Gehirn anders sein. So, genauso kann das mit Wörtern sein. Weil sozusagen, das habe ich ja auch schon gesagt, die Ungenauigkeit der Sprache, dass die Wörter sich ein bisschen unterscheiden in unseren Köpfen, weil wir nur einen Durchschnitt der Wörter nehmen. Genau. Da wir jetzt einen Durchschnitt der Wörter nehmen, ist vor allem Nihilismus schwer zu definieren. Religionen sind solche Sachen, da nimmt jemand Durchschnitt der Wörter oder beziehungsweise weil bei Religionen und Religionen sowas Exaktes sind, dass jemand den Durchschnitt der Wörter, die er bereits kennt, ihm nicht gefällt, er meistens etwas Eigenes schafft. Zum Beispiel jeder Christ denkt was anderes über sein Christentum und deswegen, wenn ich bei manchen Christen argumentieren würde, wäre es komplett richtig, wie ich ihren Christentum widerlege. Bei anderen mehr hätten sie natürlich schon ein Christentum in ihrem Kopf geschaffen, der über meinen Argumenten steht, weil sie über diese Argumente schon nachgedacht haben und sich das schon wieder weitererklärt haben und dann sozusagen ihren Christentum damit neu definiert haben und ich da sozusagen schon wieder gar nichts widerlegen würde. Das ist das Problem. Jetzt habe ich, oder beziehungsweise dann gibt es die Atheisten und dann gibt es wieder ganz viele verschiedene Atheisten. Dann gibt es die Atheisten, die definieren ihr Atheismus damit, dass sie zwar nicht daran glauben, aber andere glauben lassen. Atheisten gibt es, dann gibt es auch noch Atheisten, die andere nicht daran glauben lassen und so weiter. Und
Ja, jetzt habe ich aber mich ein bisschen mit dem Begriff Nihilismus beschäftigt und ich denke mal, das ist wirklich ungefähr das, was ich da auch drunter verstehe. Also der Nihilismus ist mehr oder weniger, das könnt ihr auch mal in Wikipedia nachschauen, die Ansichtsweise, dass es überhaupt, also es gibt keinen Sinn, es gibt keine höhere Macht, es gibt keinen Herrscher, es gibt absolut nichts. Nichts, keine höhere moralische Instanz, nichts außer verdammt viele Ansichtsweisen von verdammt vielen Menschen. Im Grunde ist es eben auch, wenn ihr diese Videos angeschaut habt, ja, da tue ich auch sehr, sehr oft nihilistische Züge äußern hier, indem ich eben einfach sage, so, sieht doch jeder anders und sozusagen war auch wahrscheinlich der Nihilismus der Auslöser dafür, dass ich so weit denken konnte. Weil wenn man eben nicht einsieht, dass jeder eigentlich nur eine andere Ansichtsweise hat, da kann man gar nicht tief genug überlegen, dass man eben irgendwann sagt, ja, eigentlich gibt es nicht wirklich was, was wir fassen können, ja, sondern nur verdammt viele Ansichtsweisen, über die wir uns austauschen können. Das Ding ist für mich, hat der Nihilismus was, das einfach nochmal über den Religionen steht, ja. Die Religionen sind nämlich einfach sozusagen die Ansichtsweisen der einzelnen Menschen. Und wenn es die Menschen nicht Religion nennen wollen, dann nennen es die Menschen halt nicht Religion. Aber das sind halt alles nur mal Ansichtsweisen. Und der Nihilismus sagt halt einfach, das sind alles nur Ansichtsweisen. So. Man hat da natürlich die Frage ist dann natürlich, inwieweit kann man denn überhaupt noch eine eigene Ansichtsweise haben, wenn man ein Nihilist ist? Ja, weil das Problem ist ja, wenn man sagt, alles ist nur Ansichtsweisen, ja, und jeder hat sein eigenes Gut und Böse und es existiert eigentlich überhaupt kein Gut und Böse, dann passiert es schnell, dass man natürlich seine eigene Persönlichkeit ein bisschen verliert, sagen wir mal, oder die eigene Persönlichkeit ein bisschen verschwindet von einem. Dass die sich so ein bisschen distanziert, ja. Weil das ist eben das Problem, wenn man alles eben einfach so aus dem Nullpunkt sieht. Deswegen ist es auch, kann es auch gefährlich sein, den Nihilismus als Religion anzusehen oder zu haben. Weil wenn man alles so sieht, verliert man schnell den Bezug zum Ich, sagen wir mal. Genau. Wie bin ich jetzt sozusagen darauf gekommen? Sagen wir mal, bis ich so 11 oder 10 war, so zwischen 10 und 12, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ja, obwohl das war, ja, so zwischen 10 und 12 ungefähr, habe ich eigentlich erstmal an nichts geglaubt. Dann, oder war es mir scheißegal, sagen wir es so. Dann habe ich irgendwann mit 6, 7 angefangen zu sagen, ich bin katholisch, aber nur aus dem Grund, weil ich die Bilder witzig fand. Original, ja. Ich habe mir da irgendwie ein paar Bilder angeschaut und dachte dann auch, geil, katholisch hört sich jetzt witzig an, das mache ich jetzt einfach. Also sozusagen, und es ist halt wirklich so, dass ich da einfach nicht mehr genaue Gedanken drüber gemacht habe. Dachte mir einfach, puh, ist mir jetzt auch nicht wirklich so wichtig. Und dann so habe ich mir dann zum ersten Mal mit 10, 19 Gedanken drüber gemacht. Hey, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, das mit dem Gott. Ich meine, irgendwie haut das nicht so ganz hin, wie das erzählt wird, beispielsweise in der Kirche. Das heißt, der direkte, oder wie nennt man das? Wie nennt man die Leute nochmal, die wirklich wortwörtlich an die Bibel glauben? Aber sozusagen, da habe ich dann mir gedacht, das ist nämlich der Atheismus sagt meistens, dass die Leute, die wortwörtlich an die Bibel glauben, falsch sind. Jetzt sehen die Atheisten aber noch nicht ganz, dass der Gott eigentlich nur eine Art Denkensweise im Kopf der Menschen ist, um sich bestimmte Sachen, die das menschliche Gehirn nicht wissen will oder kann, meistens eher will, aber auch oft kann, nicht erklären zu müssen. Beispielsweise, was passiert nach dem Tod?
Manche Leute sagen einfach unterbewusst, ja, vor allem die sagen es nicht bewusst, ja, bewusst sagen sie, ich glaube an Gott. Unterbewusst ist es aber mehr oder weniger die Aussage, ich will überhaupt nicht an Gott glauben. So, jetzt gibt es dann eben da Atheisten, die sagen einerseits, es ist nichts für mich, das zu sagen, aber das ist sozusagen einfach, sieht man aus dem Wort, auch Antitheist, das sagt einfach, du bist falsch, ich bin richtig. Und das war eben, was ich dann so mit 15, 16 erkannt habe, ist, dass dieses Denken, du bist falsch, ich bin richtig und einfach wiederum das falsche Denken ist. Ja? Weil man nicht wirklich weiß anhand der Wörter, die die anderen aussprechen, was sie wirklich denken. Und vielleicht sind nämlich die anderen einfach noch viel weiter im Kopf, haben aber nicht genug Zeit, das alles so komplex auszudrücken. Ne? An dem Punkt waren wir ja schon. Und von dem her kann man nicht wirklich sagen, wie weit die anderen da sind. Sorry. Ja, und deswegen ist es auch so, dass... Ah, ist ein bisschen zwiespältig deswegen. Von dem her habe ich mich dann mit 16, 15 für den Nihilismus oder habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann eben festgestellt, der Nihilismus ist das Einzige, was absolut 100% richtig ist, weil es Sinn macht. Weil ich nicht sage, ich habe Recht, sondern weil ich sage, niemand hat Recht und gleichzeitig haben alle Recht. Ja, ich sage einfach, es gibt es nicht, dass jemand Recht hat. Es ist einfach nur Ansichtsweisen. Einfach nur ganz viele Leute, die irgendeine Meinung haben. Und deswegen ist es eben auch mein Lieblingsweg, das Ganze zu betrachten. Weil nur auf diesem Weg kann man eventuell ein bisschen weiterkommen und sich nicht mit Leuten verfeinden, weil man dann eben immer wieder zu dem Punkt zurückkommen kann. Oder beziehungsweise, wie willst du jetzt mit jemandem streiten? Beantwortet mir die Frage bitte. Wie will man mit jemandem streiten, ja, wenn man weiß, dass keiner von beiden richtig ist? Also das, wie willst du argumentieren, wie willst du streiten, wirklich, wenn du weißt, ich habe nicht recht, er hat nicht recht, wir können eigentlich nur unsere beiden Ansichtsweisen ein bisschen synchronisieren, synchroner machen, gleicher machen. Du kommst einerseits an einen Punkt, wo du denkst, es ist komplett sinnlos, es zu tun, aber andererseits bist du dir bewusst, dass du ein Mensch bist und deswegen sozusagen schon die Veranlagung hast, es zu tun, also warum es nicht einfach tun? Wenn man in den Nihilismus eingeht, das ist wahrscheinlich auch, warum Nihilismus in der Form, in der ich ihn bezeichne, so kompliziert ist zu übernehmen, ist, weil wenn wir Menschen einsehen, dass alles keinen Sinn hat, woher nehmen wir dann unsere Motivation? Wir wissen, dass jedes Ziel, was wir uns setzen, nur ein vorgegaukeltes Ziel ist, um uns Motivation zu geben. Wenn wir so hoch sind, wie wissen wir dann, oder wir... Wie genau wissen wir dann, oder beziehungsweise wie setzen wir uns Ziele, sagen wir es so, wie setzen wir uns dann Ziele? Weil wir wissen insgeheim, dass jedes Ziel, das wir uns setzen, eigentlich eh sinnlos ist. Und mit diesem Gedanken klarzukommen, das ist verdammt schwer für für einen Menschen. Ja? Vor allem, weil man, wenn man immer weiter da reingeht, auch ziemlich zwischen dem absoluten Abgrund und dem absoluten Lebensglück hängt, ja. Weil auf der einen Seite ist alles ja total sinnlos. Und warum lebst du überhaupt? Ich meine, wenn du aufhörst zu leben, dann existiert einfach nur diese Denkmaschine nicht mehr. Die Probleme, aber gleichzeitig auch die guten Sachen existieren nicht mehr. Andererseits ist es verdammt schön, dass du überhaupt imstande bist, diese Gedanken zu machen und dass du dir eben, ja, dass du eben noch einfach dir klar machen kannst, dass diese Zeit so einzigartig ist und dass sie so wertvoll ist, weil sie eben nicht nochmal passieren wird. Weil es kein Afterlife gibt, dass du diese Zeit wirklich sinnvoll einsetzen musst. Dann mit diesem sinnvoll einsetzen kommt wiederum aber auch dazu, dass wenn du diese Zeit, die du hier noch hast, sinnvoll einsetzt, du dann sozusagen was erreichen willst, ja? Und damit hast du ja aber schon wieder ein Ziel gesetzt, was eigentlich sinnlos ist.
Jetzt kannst du hier zwei Möglichkeiten machen. Entweder du setzt dir dann einfach trotzdem ein Ziel und sagst so, ich werde das jetzt einfach machen, weil es sozusagen, weil ich es so will. Beispielsweise, ich denke mir dann einfach, habe mir jetzt zum Beispiel kurzfristig mal das Ziel gesetzt, ich will jetzt mal gut werden, Counter-Strike Global Offensive zum Beispiel. Spiele ich gerade ein bisschen, habt ihr ja vielleicht gesehen, an bei der ersten Compilation von den ersten 100 Spielstunden, die ich habe. Weiß nicht, wer die angeschaut hat, wie auch immer. Das war jetzt sozusagen einer meiner Gedanken, aber auch, dass man dann aufpasst, dass man sich selbst nicht aus den Augen verliert, weil eure Emotionen sind mehr oder weniger die Ansage, hey, das ist jetzt gut oder schlecht für dich. Aber wenn dir bewusst wird, dass Emotionen eigentlich scheißegal sind, kannst du dir auch die Fähigkeit erarbeiten, deine Emotionen abzustellen. Und dann ist es nämlich so, dass wenn du Emotionen abstellst, kann wieder gut und schlecht daraus resultieren für dich. Gut heißt, dass du eben Dinge erledigen kannst, die du vorher nicht konntest. Beispielsweise, du kannst bei 10 Grad in die Kälte gehen und etwas machen oder etwas tun. Ja, oder du gehst bei 10 Grad in die Kälte, machst etwas, tust etwas und fängst dir dabei eine tödliche Krankheit ein, weil du bei 10 Grad in der Kälte was tust. Beispielsweise. Oder was ist eine Tödlichkeit? Du fängst dir halt irgendwas Schlechtes ein damit. Einfach eine Krankheit, eine Erkältung, eine Lungenentzündung, was weiß ich. Das ist sozusagen diese Zwiespältigkeit. Aber auch, dass du anfangen kannst, oder dass dir bewusst wird, dass dein Bewusstsein alles verändern kann. Dass du, wenn du bestimmte Variablen in der Gleichung, die am Laufen ist, veränderst, ja, das ist ein bisschen mathematischer und komplexer, du mehr oder weniger alles verändern kannst, ja. Dir wird bewusst, dass in dem Weg, in dem du ausdrückst, was du meinst, du alle Menschen beispielsweise eigentlich dazu bringst, wie sie darauf reagieren. Oder was auch interessant ist, eigentlich ist es ja so, dass nicht dadurch, was du tust, oder naja, sagen wir es mal so, unterbewusst kannst du mit anderen Menschen kommunizieren, tust du permanent mit anderen Menschen kommunizieren, ja. Beispielsweise, wenn du lächelst, wenn du etwas schön findest, dann merken die anderen, dass du lächelst, dass du es schön findest. Und damit, damit ist eben deine Harmonie des Schönfindens, ja. Auch wenn das, was du und die anderen Menschen schön findet, auch vielleicht gar nicht schön ist für den eigentlichen, für den normalen Menschen, sage ich jetzt mal, für den durchschnittlichen Menschen. Kannst du, wenn beide eben unterbewusste schön finden und sich diese harmonischen unterbewussten Signale senden, wie beispielsweise durch Mimik lächeln, das einfach als schön abstempeln, weil wir sind Maschinen, die mehr oder weniger alles können, wenn wir es denn nur richtig machen. Je schwerer, desto mehr muss man eben überlegen, wie genau macht man das jetzt. Aber damit kannst du dir auch bewusst werden, dass du die Fähigkeit hast, falsche Informationen zu senden. Du kannst zum Beispiel, das ist jetzt ein krasses Beispiel, jemanden abstechen und die dabei total nett anlächeln. Oder beispielsweise nicht ihn anlächeln, sondern dabei total nett lächeln und du könntest dabei jemand Emotionen senden, die total nett und freundlich sind, aber korrekt. Weil eigentlich sind ja sozusagen Leute, die als Mörder abgestempelt werden, die senden dann unterbewusst die Emotionen aus. Ich bin böse, ich steche jemand ab. Ja, und der andere empfängt das dann, verarbeitet es und tut dann unterbewusste Signale zurücksenden. Oh, du bist so böse, wie kannst du nur? Ja. Genau, deswegen kannst du da auch falsche Signale aussenden. Dann fängt der andere beispielsweise an, es zu verarbeiten, vergleicht es dann mit seinen eigenen und stellt auf einmal fest, das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Und dann sind die anderen Leute verwirrt und dadurch sagen sie dann, mit den Signalen dieses Menschen kann ich nicht wirklich was anfangen. Außer natürlich, sie sind sehr, und deswegen höre ich auf sie einzugehen, ja. Außer natürlich, sie werden extrem intensiv, wie zum Beispiel, dass du ja anfängst anzuschreien, dann könnte er dann doch nochmal auf dich eingehen. Aber auf körperliche Signale wird mehr weniger und weniger eingegangen und die Menschen werden mehr und mehr als komisch abgestempelt, ja.
Das ist sozusagen die Definition von komisch, wenn ein Mensch komisch ist. Aber in facto heißt komisch einfach nur, dass du den Menschen nicht verstehst. Deswegen gibt es für mich auch niemand, der komisch ist. Haha, wer hat den Witz verstanden? Jetzt hätte ich fast Pan gesagt, das war ein Scheiß, war das ein Pan, das war auch kein Pan. Genau, von dem her ist es auf jeden Fall recht interessant, dass man mit Denken alles erreichen kann. Und ab dann, wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr dann anfangen, euer Ziel damit zu erarbeiten, dass ihr einfach immer weiter denkt, immer mehr schaut, wie kann ich die Menschen in meiner Umgebung die unterbewussten Emotionen senden, dass sie das tun, was eben zum Beitrag meines Ziels reicht. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, irgendwas ist unmöglich, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Dimensionslinie, da waren wir auf der fünften Dimension. Und damit wird eben alles, also ihr könnt da eben extrem weit von dieser Grundlinie, weil ich jetzt, ich male das euch noch kurz auf als Finisher. Genau, wir sind hier noch in der fünften Dimension, perfekt. Gut, dass ich zufällig genau das übrig gelassen habe. Ja, da könnte ich jetzt an eine göttliche Bestimmung denken, aber eigentlich weiß ich, dass es ein Zufall war. Weil der ursprüngliche Grund dafür war ja nur, dass ich jetzt nicht komplett GIMP schließen wollte, weil wenn ich sie nicht nochmal öffnen muss, weil ich noch was zeichnen will. Und wenn ihr euch dann also genug anstrengt, ja, dann könnt ihr diese Kurve etwas steiler gestalten. Zum Beispiel, wenn ihr anfangt, jeden einzelnen Menschen, den ihr kennt, zu sagen, hey, was hältst du jetzt da und davon? Und wenn ihr korrekt seid, dann könnt ihr sozusagen genug Menschen, oder wenn ihr sozusagen einen guten Gedanken habt, könnt ihr einfach immer mehr und mehr Menschen davon überzeugen. Und es wird dann irgendwann Selbstläufer wie der Christentum. Und ihr könnt natürlich immer mehr und mehr dazu beisteuern, dass der Selbstläufer immer schneller und schneller geht, ja. Beim Christentum war es ja so, dass einer das gemacht hat und ganz langsam über Zeit und Zeit und Zeit ist dann langsam, sind dann mehr und mehr Leute draufgekommen. So, wenn ihr jetzt irgendwas machen wollt, ja, wie zum Beispiel die Welt verändern, dann müsstet ihr theoretisch nur nochmal etwas schaffen, wie beispielsweise im Christentum. Ein Gedanke, der die Menschen einfach so fasziniert, dass sie ihn immer weiter und weiter übertragen und dadurch eben immer mehr und mehr sich danach verhalten. Ich meine, wäre der Christentum damals nicht gewesen und wäre das, und der Christentum hat ja ziemlich zufällige Gedanken uns gegeben, sagen wir mal, ja, weil keiner wirklich ganz bestimmt diesen Gedanken in die Welt gesetzt hat. Deswegen war es vom Christentum oder natürlich haben die Leute das aufgeschrieben und bestimmt in die Welt gesetzt, ja, aber was daraus hätte passieren können, haben sie sich wahrscheinlich damals noch nicht denken können. Ohne Christentum wäre es wahrscheinlich nicht so, dass wir die ganze Zeit viel mehr Sex hätten, zum Beispiel, weil eben die ganzen Leute, die zu christlich sind, ja, viel abgeneigter sind gegenüber Sex und sexuellen Sachen. Also jetzt mal ein Beispiel. Und eben genau darum geht's, wenn man es schafft, Gedanken in die Welt zu setzen, der eben die ganze Welt verändert. Da kann man die Welt durchaus verändern. Die Frage ist halt nur, ist es einem wert? Ist es einem diese ganze Arbeit wert? Weil um das zu tun, müsste man natürlich jeden Tag dran sitzen, schauen, wie kann ich am besten die Leute dafür, wie kann ich den Gedanken am besten vermitteln? Kann am ehesten missionieren für meinen Gedanken sozusagen. Und der Unterschied ist, es muss ja auch überhaupt kein falscher Gedanke sein. Es kann ja sowas sein wie Weltfrieden. Moment! Oh, sorry. Es kann ja auch sowas sein wie Weltfrieden. Wenn ihr den Weltfrieden mehr oder weniger richtig erklärt, ne, und alle Gegenargumentationen gegen den Weltfrieden, beispielsweise von Leuten, die von der Waffenlobby oder so, ausschließt, ja, wenn ihr jeden damit, mit eurer Argumentation überzeugen könnt, dann hat diese Argumentation das Potenzial, zu einer Glaubensweise zu werden, die ganze Menschheit glaubt. Es gibt etwas, das ist absolut korrekt und es denkt sozusagen so gut wie jeder Mensch auf dieser Welt. Und das ist die Gravitationstheorie beispielsweise. Das ist einfach verdammt korrekt und daran glaubt so gut wie jeder Mensch, weil jeder Mensch weiß es hier mehr oder weniger, ne? Und wenn es eben genauso eine Theorie ist, die einfach absolut korrekt ist, dann könnt ihr die auch weiter verbreiten. Das ist es nämlich. Wenn ihr einfach etwas Korrektes so gut wie möglich erklären könnt, so dass es jeder versteht. Erstmal ist es natürlich auch schwer, also ihr müsst natürlich... Ich rede hier von der ganzen Welt, das ist natürlich erstmal Schwachsinn. Da ihr die Theorie wahrscheinlich in eurer Sprache formuliert und man es nicht so leicht übersetzen kann, so wie ihr es gemeint habt, wird die Theorie wahrscheinlich erstmal nur in eurer Sprache so ein bisschen rüberkommen, bis dann Leute eben sich genug damit beschäftigen, damit sie diese Theorie in andere Sprachen übersetzen können, sodass andere Leute es für genauso genial halten und es dann weiter verbreiten in anderen Sprachen.
Das heißt, wenn ihr jetzt Deutsch wärt, eine deutsche Theorie aufstellen würdet, dann wäre es wie bei den Schriftstellern, bei den Alten, dann würden es wahrscheinlich nur Deutsche lesen und kennen. So. Das würde uns aber nicht helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel, beispielsweise, ich würde jetzt eine perfekte Theorie, dass die Menschheit überlebt und nicht sich selber zerstört mit ihrer Überbevölkerung und so weiter, rausbringen. Ja, ich würde sie mir überlegen. Dann würde, und sie würde so perfekt sein, dass jeder Deutsche sich sofort denkt, wow, ja, absolut, und genau dann nach der Theorie lebt. Dann würde Deutschland genau nach der Theorie leben, aber der ganze Rest der Welt nicht, weil sie sie nicht verstehen, weil sie eine andere Sprache sprechen. So, was würde dann passieren, wenn sie... Das ist schon mal passiert, oder? Das ist schon mal passiert. Ich schalte diesen Scheißwecker jetzt ab. Ich schalte ihn jetzt ab. So. Es reicht. Es reicht. Ich bin ja wohl selber stau genug, meine YouTube-Videos hochzuladen. Wie auch immer. Wenn jetzt, und dann, was würden wir da machen, wenn der ganze Rest der Welt anfängt, oder beziehungsweise nicht mit uns mitmacht, obwohl wir die absolut perfekte Idee haben, wie wir den Fortbestand der Menschen in alle Ewigkeit beibehalten können, bis das Universum irgendwann untergeht. Da müssen wir für diese Ideologie irgendwas, die andere Leute wahrscheinlich bekämpfen, weil sie einfach, also wenn die jetzt einfach nicht mitmachen wollten, beispielsweise in China. Wir auf der ganzen Welt wollen ja jetzt die Umwelt sichern. Chinesen scheißen drauf, Chinesen verrecken ab und zu auch, aber da es so viele sind, macht es denen nicht wirklich was aus, denn die machen einfach weiter mit ihrer Scheiße, ja? Sieht man an den Smogwolken da. Oder an den ganzen anderen Scheiß wie die Massendepression und was weiß ich und Selbstmord, ne? Jetzt müssten wir, um sie von unserer Theorie zu überzeugen, irgendwie mit Gewalt das machen, weil sie es ja rein durch Reden nicht machen würden. Aber dadurch, dass sie es eben nicht machen, tun sie alles zerstören, was wir uns aufgebaut haben. So, und jetzt wären wir beim Weltkrieg. Jetzt lasst es euch mal ein bisschen eingehen. So entstehen Weltkriege, indem einfach diese scheinbar perfekten Ideen, die von anderen nicht verstanden werden und nicht durchgeführt werden, und das dadurch eben, dass die anderen sie nicht auch durchführen, nicht durchgesetzt werden können. Und deswegen vielleicht, und das ist jetzt etwas, dafür werden mich vielleicht viele kritisieren. Und ich bin auch keineswegs jemand, der irgendwie veranlagt ist dazu, Krieg zu führen. Ja, wie gesagt, Nihilismus. Eigentlich ist es ja eh alles scheißegal. Ja. Mein Gedanke ist nur, vielleicht hätte irgendwann mal, wenn irgendjemand einen Weltkrieg gewonnen hätte und die Herrschaft über die Welt übernommen hätte, der dann, weil nämlich das Problem ist ja in der heutigen Welt, dass jeder die freie Wahl hat, jedes Land. Und selbst wenn es 50 Länder richtig machen, gibt es dann immer noch 100 Länder, die es falsch machen werden und damit den 50 Ländern alles versauen werden. Wenn ein Mensch die Herrschaft über die ganze Welt hätte, dann hätte er vielleicht auch die Möglichkeit, das Problem zu erkennen und das Problem zu beheben auf irgendeinen Weg. Auch wenn dann viele leiden müssen oder was weiß ich. Das wäre effektiv, um Probleme zu lösen, ja? Deswegen, wer weiß, vielleicht hätte sogar die Herrschaft von Hitler verdammt viel geholfen. Vielleicht wäre, wenn Hitler dran gekommen wäre, auch wenn die Hälfte der Menschheit ausgestorben wäre, vielleicht hätte dann sozusagen in der Zukunft die Menschheit weiter existieren können, wie sie es so vielleicht nicht kann. Ihr wisst schon, worauf ich raus will, so eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, ne? Und vielleicht hätte dadurch eine mögliche Herrschaft von so einem Größenwahnsinnigen, sage ich jetzt mal, wie Hitler, dazu geführt, dass im Endeffekt mehr Menschen gelebt hätten, als eben gestorben sind. Und wäre das dann nicht eigentlich gut? Die Frage ist halt nun mal, wenn Hitler es ermöglicht hätte, der Menschheit unendlich fortzubestehen, wäre er dann immer noch so eine verdammt schlechte Person gewesen, weil er so viele zuerst dafür umgebracht hat? Das ist eine verdammt hohe philosophische Frage, weil ihn dafür verurteilen, wie viel er umgebracht hat, das ist leicht, ja? Ihn dafür anzufeuern, wie viel er umgebracht hat, das ist auch leicht, ja. Das sind die Anti-Nazis, also die Linken, genauso dumm wie die Rechten, ja. Sie sehen einfach nicht das ganze Bild. Sie sehen einfach nicht, dass vielleicht hatte er einen guten Plan. Wer weiß? Weiß man ja nicht, weil er hat es ja nie geschafft. Aber wahrscheinlich hat er natürlich keinen guten Plan gehabt, weil es war schon echt verdammt dämliche Scheiße, was er gemacht hat. Aber vielleicht hatte irgendjemand mal, der die Weltherrschaft an sich reißen wollte, einen guten Plan und es wurde verhindert, weil er einfach nur für einen Tyrannen gehalten wurde.
Aber das, meine lieben Freunde, werden wir wohl nie erfahren. Gut, und jetzt habe ich euch hoffentlich viel Stoff zum Überlegen gegeben. Wenn ihr Weltherrscher wärt, wie würdet ihr die Welt verändern, ja? Da würde ich echt gerne mal ein paar Kommentare haben. Vielleicht denkt ja jemand so weit, weil ich würde die Welt so hingehend verändern, dass ich erstmal, ich würde wahrscheinlich erstmal alles ziemlich ordnen, Banken niederreißen, Wirtschaftssysteme niederreißen und dann erstmal, ich würde erstmal philosophisch weiterkommen. Ich würde sagen, die Menschheit müsste philosophisch bis zum Ende mehr oder weniger durchkommen. Die ganze Menschheit müsste eine Sprache sprechen. Ist mir auch persönlich eigentlich egal, welche. Es könnte von mir aus auch gern Englisch sein. Ne? Ich bin jetzt keiner, der sich sagt, ja, Deutsch, Deutsch, Deutsch oder so. Auch wenn ich natürlich Deutsch am besten kann. Das ist von daher her praktisch, wäre, aber von mir aus auch gerne Englisch. Ich kann auch super Englisch, ja. Da könnte ich auf Englisch meine Theorien ausdrücken. Das auf jeden Fall ist sehr wichtig, damit man eben eine gemeinsame Philosophie findet. Dann wäre es sozusagen, sollten die ganzen Menschen erstmal hauptsächlich reden, den ganzen Tag kommunizieren. Das heißt, dass sie eben sich austauschen, dass sie synchroner werden, dass sie gemeinsame Ziele kriegen. Weil wir haben uns in dieser Welt mit der Demokratie ein gemeinsames Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, wir nehmen einfach den Durchschnitt aus aller Leute für unser Ziel, mehr oder weniger. Aber das ist der Fehler. Wir müssen eigentlich nämlich ein gemeinsames Ziel schaffen, bevor wir es uns setzen. Erstmal müssen wir dieses Ziel schaffen. Erstmal müssen wir schauen, was wollen denn alle Leute? Ja, was wollen alle Leute auf dieser Welt? Da müssen wir schauen, dass allen Leuten klar wird, was dafür alles getan werden muss. Ja, und dann müssen wir schauen, dass wir alle gemeinsam dieses Ziel erreichen. Beispielsweise, ich fände es schön, wenn wir und dann würde ich eben schauen, dass wir uns so langsam für Schritt weiterentwickeln. Dass wir schauen, dass wir nichts ausbeuten, dass wir genug Zeit haben, immer weiter und weiter zu überlegen. Wenn es ja, Millionen dauert, ja, weil ich sag's mal so, die Evolution, das habe ich schon mal erwähnt, die Evolution hat nicht umsonst ja Milliarden gebraucht, damit wir so perfekt geworden sind, wie wir sind. Und wir machen alles falsch, weil wir das jetzt denken, dass wir es in 100 Jahren über den Haufen werfen können. Das ist der Fehler. Ich würde sagen, wir müssen die perfekten Umstände schaffen dafür, dass wir noch mal ein paar Millionen Jahre überlegen können, bevor wir handeln. Ja, dass wir ein paar Millionen Jahre uns auf unsere Technologie, die wir heutzutage haben, anpassen können. Ja, das wäre mein Ziel als Weltherrscher. Was wäre euers? Ich bin schon sehr gespannt. Und von dem her, schreibt es mir in die Kommentare. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich über jedes Kommentar. Also schreibt mir einen Kommentar. Ich werde auch auf jedes Kommentar antworten. Von dem her, es wird bestimmt keine verschwendete Zeit sein. Also, bis dann, meine Lieben. Wir sehen uns.